Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Commentary. Dieses Mal geht es um Veganer, aber bevor ich mit diesem Thema anfange, möchte ich betonen, dass es hier nicht um alle Veganer geht. Ich möchte auch Menschen, die diesen Lebensstil verfolgen, nicht alle unter einen Hut schieben. Und deswegen betone ich, dass es in diesem Video um die fanatisch veranlagten Veganer geht. Wie ihr das schon wahrscheinlich aus verschiedenen Lebensbereichen kennt, sei es politisch oder religiös, gibt es Menschen, die zu verschiedenen Bereichen und Themen fanatisch eingestellt sind. Und um diese geht es mir in diesem Fall. Wie ich überhaupt zu diesem Thema gekommen bin, ist eigentlich auch eine interessante Sache. Hin und wieder bin ich doch auf Facebook oder Twitter unterwegs und manchmal sind es die eigenen Bekannten, die dann Bilder posten mit Tierquälerei oder Massenprodukt-Tierhaltung. Und dann sieht man unten in der Beschreibung dieser Bilder oder sogar in diesen Bildern irgendwas davon stehen, dass das zum Beispiel Menschen, nicht Menschenfresser, sondern Fleischfresser verursachen oder ähnliche Texte. Ich habe mir einige Aussagen von solchen Veganern hier mal notiert und die möchte ich euch mal vorlesen. Und zum Beispiel sind das Aussagen wie, dass überhaupt das Verbot eingeführt werden sollte, dass Menschen überhaupt entscheiden dürften, ob sie nun Fleisch essen oder nicht. Dann eine weitere Aussage, dass Menschen, die Fleisch essen, nicht einmal das Recht hätten zu leben. Eine weitere Aussage sagt zum Beispiel, dass jeder Mensch Veganer sein kann oder könnte. Und die letzte Aussage, die mir wirklich aufgefallen ist, ist, dass manche sogar meinen, dass Fleisch töten würde. Das sind solche Aussagen, mit denen wahrscheinlich mehrere von euch ein Problem haben werden. Ich, sage ich mal, ganz, ganz sanft sage ich auch. Aber ich möchte zunächst erstmal klarstellen, was ein Veganer ist. Denn manche Menschen werden es eventuell noch nicht wissen. Manche Menschen kennen eventuell nur Vegetarier. Vegetarier sind Menschen zum Beispiel, die nur auf den Fleischverzehr verzichten. Das bedeutet, Fisch und Fleisch essen sie nicht. Veganer hingegen sind diejenigen, die alles, was mit Tieren zu tun hat, weder essen noch tragen oder sonst irgendwie damit zu tun haben. Sprich, sie essen kein Fleisch, sie essen keine Tierprodukte, wie zum Beispiel eben Milchprodukte oder Eier. Es geht so weit, dass sie zum Beispiel kein Leder tragen oder nichts aus Wolle tragen. Daunenkissen eventuell nicht benutzen oder Daunenjacken oder Honig sogar nicht essen, bis zu Kosmetikprodukten, die oft an Tieren getestet werden. Das sind dann solche Bereiche, von denen die Veganer komplett die Finger lassen. Manch oder andere werden sich jetzt fragen, warum das so ist. Also ich habe ja selber mit Veganern, mit einigen Kontakt aufgenommen und persönlich waren die der Meinung, dass sie nichts essen wollen, was davor gelebt hat. Naja, das ist dann so eine Einstellung. Gut, kann ich nachvollziehen, aber was möchte man im Prinzip konkret mit dem Veganismus erreichen? Also so viel ich recherchiert habe, geht es darum, dass man gegen die Tierquälerei und die Industrialisierung von Tieren, falls man das überhaupt so benennen darf, irgendwie vorgehen möchte. Ich meine, das ist eine ziemlich, verständliche Art, wie man auf gewisse Dinge, die auf unserer Erde passieren, eben reagieren möchte. Und ich glaube, keiner von uns ist ein Fan von Tierquälerei oder eben, sag ich mal, das Ansehen von Tieren als Produkte. Dagegen bin ich auch, denn ich weiß, dass das gelebt hat, wenn ich es danach zum Beispiel esse. Also das ist mir komplett bewusst und ich sehe es nicht als Produkt an. Aber zu meiner persönlichen Meinung kommen wir erst später. Was mir zu diesem Thema sehr, sehr ins Auge gestochen hat, ist der gesundheitliche Aspekt. Außer verschiedenen anderen Mineralien und Säuren ist mir das Vitamin B12 so richtig hervorgeschieden, welches ich kurz ansprechen möchte. Und zwar ist das ein Vitamin, das im natürlichen Verlauf nur in tierischen Produkten enthalten ist. Das ist aber die natürliche Aufnahme dieses Vitamins. Es kommt nirgendwo anders vor, nicht in Pflanzen oder anderen Stoffen. So, die weitere interessante Information über dieses Vitamin ist, dass unser Körper nach maximal erst 5 Jahren die ersten Mangelerscheinungen von diesem Vitamin B12 zeigt. Das bedeutet, wenn das Vitamin einmal aus ist, dann dauert das erstmal lang. Und wenn es dann aus ist, dann dauert es wiederum lange, bis man dieses Vitamin wieder abgespeichert hat.
Und jetzt kommen wir zu der, sag ich mal, gefährlichen Sache. Denn wenn dieses Vitamin aus ist, also wir dieses nicht mehr im Körper haben, kommt es zu Anämie. Unter vielen anderen Krankheiten kommt es zu Anämie. Also das bedeutet, nicht nur die Krankheit kommt dann vor. Aber wenn es zu Anämie kommt, dann weiß vielleicht der eine oder andere, was damit gemeint ist. Und zwar wird dann die Blutproduktion eingestellt. Das bedeutet, diese Regeneration gibt es dann nicht mehr. Nicht nur das. Das Vitamin B12 wird nämlich auch dafür gebraucht, damit unser Gehirn gut funktionieren kann. Das betrifft nicht nur die Entwicklung des Gehirns, das betrifft zum Beispiel jetzt Kinder, sondern auch verschiedene Gehirnfunktionen. Das bedeutet, damit wir mental und emotional gesund sind, brauchen wir auch dieses Vitamin. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, dieses Problem könnte man mit künstlichen Vitaminen umgehen. Aber bei künstlichen Vitaminen muss man auch davon ausgehen, dass jeder einzelne Mensch von uns anders auf solche Vitamine reagiert. Das heißt, die einen werden dieses Vitamin abspeichern. Ich glaube, es passiert in der Leber, so viel ich weiß. Und die anderen werden es eventuell abstoßen oder nur in geringen Mengen aufnehmen. Und deswegen kann man auch, denke ich mir mal, von der medizinischen Sicht auch davon ausgehen, dass eben nicht jeder Veganer sein kann. Der nächste Punkt, der mir bei diesem Thema, wenn es auch um den gesundheitlichen Aspekt so ins Auge gestoßen ist, ist, dass manche Menschen zum Beispiel so einen Vergleich, vor allem in den sozialen Netzwerken, aufstellen. Das war ich, als ich Fleisch gegessen habe, und das war ich, als ich Veganer geworden bin. Natürlich sieht man dann einen Unterschied zwischen, ich sag's mal vorsichtig, übergewichtig und dann dünn. Aber das Interessante dabei ist, dass wenn man sich zum Beispiel zum Veganismus entscheidet, man natürlicherweise dann auch abnehmen wird. Warum? Weil man dann auf Obst und Gemüse angewiesen ist. Natürlich gibt es dann noch andere Produkte, die man da eventuell noch verwenden kann, aber es sind dann die hauptsächlichen Lebensmittel, die man dann bei diesem Lebensstil verzehrt. Und wenn man diese vermehrt verzehrt, ist es dann logisch, dass man abnimmt. Aber man kann auch das gleiche Ergebnis erzielen, wenn man Fleisch isst. Denn Fleisch muss man nicht täglich essen, sondern so viel ich weiß und auch die Ärzte das auch bestätigen können, sollte man im Idealfall Fleisch nur 2 bis 3 Mal die Woche essen, also nicht täglich. Und das ist etwas, was mir zum Beispiel eben bei diesem Thema immer wieder fehlt. Es wird immer nur ein Extremum und das andere Extremum gezeigt. So, ein anderer Punkt hierbei ist zum Beispiel noch der, dass manche Veganer, wenn man so in den sozialen Netzwerken so rumguckt, sie manchmal so berühmte Vorbilder haben. Irgendwelche Film- oder Musikstars, die auch Veganer sind, und sie möchten eben diesen deswegen folgen. Also ich sage nicht, dass es bei jedem so ist, aber bei manchen habe ich das gesehen. Das eine, was aber viele nicht beachten dabei, ist, dass diese Menschen sich eben durch ihren finanziellen Stand Ärzte, Diätspezialisten und viele verschiedene Personen eben leisten können, auch Köche zum Beispiel, die um sie herum schwirren und alles so gestalten, damit diese Person unter diesem Lebensstil auch gesund bleibt. Das heißt, von A bis Z. Sowas, denke ich mir mal, geht, dass man sich zum Beispiel als Veganer also zu 100%ig eben gut ernährt. Das bestreite ich auch nicht. Aber das sind dann wahrscheinlich auch eben Personen, die sich das auch leisten können. Hut ab vor allen Menschen, die eben nicht berühmt sind und eben nicht diese finanziellen Mittel haben und dennoch beim Veganismus gesund bleiben. Aber viele, sag ich mal, rutschen auf dieser Spur so ein bisschen aus. Und wenn man jetzt diesen gesundheitlichen Aspekt berücksichtigt, hat man eben das Problem, dass man nach ein paar Jahren eben die ersten gesundheitlichen, Mängel einbußen müssen wird. Und das ist auch etwas, was man klar sagen sollte, anstatt zu sagen, dass zum Beispiel jeder Veganer sein könnte. Denn das ist medizinisch gesehen komplett falsch. Denn jeder Mensch von uns reagiert auf gewisse Dinge komplett anders. Und das ist Fakt. Und das kann man eben nicht bestreiten. Und deswegen hat mich eben genau diese Aussage so ein bisschen, sag ich mal, aus der Bahn gebracht und mich eben noch mehr zu diesem Video verleitet. Obwohl ich ehrlich sagen muss, dass es eine lange Zeit gebraucht hat, bis ich mich endlich entschieden habe, überhaupt dieses Thema anzusprechen.
Wir kommen jetzt einmal jetzt aber zum letzten Punkt dieses ganzen Commentaries. Und zwar, wie man zum Beispiel gesund essen kann als Menschenesser, sage ich schon wieder. Nicht Menschenesser, sondern Fleischesser. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Menschenessern heute habe. Es geht darum, dass man auch nachhaltig Fleisch einkaufen kann und davon ausgehen kann, dass diese Tiere sorgfältig gezüchtet worden sind, human geschlachtet worden sind und auch überhaupt die Aufzucht auch human abgelaufen ist. Es gibt verschiedene auch Privatbauern, bei denen man sich zum Beispiel eben Fleisch oder eben Tierprodukte kaufen kann und man als Kunde auch sehen kann, wie diese Tiere gehalten werden, wie diese behandelt werden. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich auch jedem raten würde. Wenn man die Chance hat, sowas zu sehen, sollte man diese Chance ergreifen und selber ein paar Erfahrungen suchen und sich davon eben ein Bild machen. Denn eins ist klar, man kann als Mensch mit den Tieren, auch wenn man Fleisch isst, sag ich mal, in Harmonie leben. Tiere wissen ja zum Beispiel nicht, dass sie sterben werden, und man kann die Tiere auch human schlachten, sodass sie wenig bis gar nicht darunter leiden müssen. Und das geht. Und das ist eben etwas, was mir bei dieser ganzen Geschichte eben fehlt. Diese Balance fehlt mir, diese Objektivität fehlt mir. Es gibt immer nur ein oder anderes Extremum. Und ich glaube, wir als Menschen wissen alle mittlerweile Bescheid, dass Fanatismus, egal in welchem Bereich des Lebens, egal ob politisch oder religiös, als auch zum Beispiel in diesem Lebensbereich, keine objektive Lösung sind. Denn man versucht in einer extremen Weise etwas zu verhindern, wobei die Lösung eigentlich ganz anders aussehen müsste. Ich zum Beispiel persönlich sehe keine Lösung darin, jetzt Honig nicht zu essen oder Daunen oder Wolle nicht zu benutzen, denn Schafe müssen zum Beispiel auch geschert werden. Es gab jetzt, ich glaube, letztens vor ein paar Wochen einen Bericht über ein Schaf, das sich irgendwo verrannt hat und 40 Kilogramm Wolle angelegt hat. Und unter dieser Wolle gab es natürlich Parasiten, unter denen das Tier gelitten hat. Deswegen verstehe ich jetzt zum Beispiel nicht, warum man auf Wolle verzichtet. Die Schafe müssen geschert werden, sonst sammelt sich in diesem Fell Gott weiß was an. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich nicht verstehe. Ich habe mir aber noch eine extremere, Ideologie jetzt eigentlich vorgestellt. Denn wenn man das jetzt genau betrachtet und alle Haarspaltereien von diesen fanatischen Veganern betrachtet, dürfte man auch kein Gemüse und kein Obst essen. Warum? Weil Obstbäume und Gemüsepflanzen auch bestäubt werden müssen. Und wovon werden sie bestäubt? Von Bienen, Hummeln und anderen Insekten. Ich persönlich bin dann sogar noch weitergegangen und habe mir genau angesehen, in welchen Gruppen zum Beispiel Tiere, Pilze, Pflanzen und andere Dinge stehen. Und interessant ist, dass die Tiergruppe in der gleichen Gruppe wie die Pilze steht. Das bedeutet, im Idealfall dürften Veganer auch keine Pilze essen. Aber das sind dann solche Haarspaltereien meiner Meinung nach, die schon ein bisschen ins Lächerliche gehen. Und deswegen denke ich mir mal, man sollte in jedem Lebensbereich ein bisschen Objektivität beibehalten, um das Richtige zu tun. Denn wir wissen, am besten trifft man die goldene Mitte und versteift sich nicht nur auf ein Extremum. So, das war's zu diesem Commentary, welches doch ein bisschen länger gedauert hat, als ich gedacht habe. Wenn ihr eure eigene Meinung zu diesem Thema habt, seid ihr dazu herzlich eingeladen, mir diese in den Kommentaren zu hinterlassen. Aber ich betone auch hier, ich möchte keine, Kommentare lesen, die irgendeine Gruppe von Menschen irgendwie beleidigen könnte. Das möchte ich unbedingt vermeiden. Also, ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dann!